An. Der Akku vom Controller ist fast leer. Ich werd narrisch. So. Denn ohne Strom geht's halt nun mal nicht. Dann fummeln wir den da jetzt noch so rein. Wo ist denn der? Was, Leute? Willkommen zu Game Inc. Heute Wolfenstein auf der PS3. Ein 18er Titel, der hier nie rausgekommen ist, mehr oder weniger. Der kam, glaube ich, für 2 Wochen hier mal raus. Und dann hat man ihn wieder vom Markt genommen, weil irgend so eine Nase vergessen hat, das Hakenkreuz zu entfernen. Tja, dumm gelaufen. Gut, ich habe dieses Spiel bei einem Kumpel gespielt, der hat mir das auch geschenkt, weil der mag Zombies nicht so sehr. Ich finde es so ein bisschen in Ordnung. Deswegen spielen wir jetzt an dem Punkt weiter, relativ am Anfang, wo ich persönlich aufgehört habe. Und alles Weitere sehen wir im Spiel. Und ich sage, return to game. Ich habe auch noch gar nicht geklatscht. Ha! So kann es gehen. So, sind wir nun im Spiel. Und es ist auch gleich die Hölle. Ja, Zweiter Weltkrieg haben wir mittlerweile nicht mehr so oft im Spiel. Können wir springen? Ja, das hat geklappt. Und das Besondere an diesem Spiel ist, wir haben da unten links so eine Anzeige, mit der wir die Zeit verlangsamen können. Ich meine, das war Steuerkreuz. Ja, genau. Da aktiviert man zum Beispiel einmal diese Sicht, wo man Gegner besser sieht und Geheimnisse. Und wir können... Und, oh, guck mal, böses Zeichen. Genau deswegen müssen Spiele indiziert werden. Oh, eine Granate. Also, könnten auch einen Stern hinpacken. Wird mich jetzt auch nicht stören. Also, wie ihr seht, wir spielen die internationale Version. Ich weiß nicht, wo er die her hat. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe auch das ganz neue Wolfenstein. Hatte das einen Untertitel? Ist das ein Untertitel? Okay. Also, die heißen auch alle gleich. Also, ihr könnt nicht Spiele immer wieder rausbringen und die alle gleich benennen. Wer soll denn da noch durchsteigen? Und ich bin gestorben. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich raff's gerade aber auch nicht. Was ist zu tun? Klar, alles abschießen, aber was sonst noch? Okay. Alles klar. Was der Kollege uns sagen will, ist, wir sollen zu dem Licht. Das heißt, wir gehen zu dem Licht. Denn never argue with an NPC. Da lässt er doch nicht locker. Ich kann da irgendwas aufpicken. Oh, Gold. Boah, was trifft mich denn da? Ab. Was ist mit euch, Kollegen? Oh, okay, wir gehen da jetzt raus und dann suchen wir mal, von wo wir hier beschossen werden. Das gibt's doch nicht. Wir haben auch dieses Bloody Screen, das heißt, wir heilen uns nach der Zeit. So, jetzt benutze ich doch hier mal das hier. Steuerkreuz runter, aktiviert das. Also wie man sieht, das ist natürlich nicht typisch Wolfenstein. Kommt von Raven. Die haben auch Doom 3 irgendwie mit verantwortet. Und man sieht schon, es hat alles so ein bisschen Paralleluniversum, Geisterzeugs und Psy-Kräfte. Das finde ich eigentlich ganz nett. Die kommen da immer wieder. Und es ist so Open World angehaucht, dieses Spiel. Das heißt, wir haben eine Oberkarte, wo wir Missionen annehmen und gehen dann sozusagen in die Missionen rein, die dann irgendwo ganz anders spielen. Und auf dieser Oberwelt respawnen auch die Gegner, so wie hier. Ich hab das nicht. Ah, hier oben haben wir auch so einen Punkt, der sagt uns, wo es hingeht. Let's try to use that. Und diese komischen Viecher sind Paralleluniversums-Mücken. Die fliegen können ohne Flügel. Okay. Okay. Jetzt gehe ich aber aus dieser Sicht raus, die macht mich ja ganz kirre. Und wir können Gold finden. Oh, ihr seid auch alle.
Ihr seid alle nicht gut gekennzeichnet. Und, irgendwelche Nester klären. Das ist also die Aufgabe. Und mit diesem Gold können wir unsere Waffen verbessern. Kann ich das hier kurz zeigen? Nö. Gut, dann geht das wahrscheinlich immer nur am Ende von Missionen. Oder bei bestimmten Leuten. Bei so Shopbesitzern. Was eigentlich ganz witzig ist. Man kann sich die Waffen, die man gerne benutzt, gehen wir mal hier hin, kurz in Deckung, aufwerten lassen. Das heißt, dass sie mehr Schaden machen, Visier dran packen, ich glaube Schalldämpfer, das Übliche halt. Also hat eigentlich ein paar nette Sachen und finde ich deswegen auch schade, dass das hier nie rausgekommen ist. Dann ist eins der besseren Shooter. Es ist nicht so Call of Duty hier. Ja, dieses Wort gibt es wirklich. Und wo ist dieses Nest? Das sind die Gegner hier. Da gehörst du zu uns und schießt du auf mich. Ja, natürlich. Also, wo ziel? Ich bin doch da, wo der mich haben will. Jetzt ist es da links. Ich raff das alles nicht. Ich geh mal hier in Deckung. Ich weiß auch nicht, wer auf mich schießt. Von da oben. Na, das wären ja spaßige 20 Minuten. 13 Minuten. Das tut mir echt leid. Use. Na super, jetzt können wir es benutzen. Ah, aber da war ein Checkpoint. Intelligente Checkpoints. Dass man das mal noch erleben darf. Kriegen wir die? Haben wir eine Zweitwaffe? Es ist so traurig. Ich weiß halt auch gerade die Steuerung nicht mehr. Das sollte man nicht machen. Das war Granate. Mhm. Was macht das? Ah, wir haben hier unser Waffenrad. Das ist doch schön. Damit können wir den doch ein bisschen aus der Entfernung. Oh Gott. Eigentlich sind wir doch mittlerweile auch wieder so weit, dass wir wieder zwei Weltkriegs-Shooter machen könnten. Ich meine, wir hatten jetzt, gehen jetzt immer weiter in die Zukunft. Jetzt könnte man eigentlich mal wieder so einen schönen Teil machen mit der neuen Grafik. So, Brothers in Arms habe ich ja gerne gespielt. Auch im Koop, der lebt ja immer noch. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch? Ach, komme ich da vielleicht durch die Tür? Let's try it. Nope. Oh Mann! Jetzt man gebe dem dummen Shooter-Spieler... Hey, wo taucht ihr immer her auf? Also das ist ja... Hier durch wenigstens. Nein. So ein Unfug. Ach, vielleicht komme ich durch dieses Haus dann nach oben. Ah. Hier. Nein, okay. Ich dachte, vielleicht ist es irgendetwas, was wir einsammeln können. Hä? Irgendwie R2. Achso, um die Waffe zu wechseln. Aber das wissen wir doch schon. Und vor allem das Schöne ist, wir müssen nicht die ganze Zeit mit Kim und Korn essen. Das haben wir zwar auch mit drin, aber ich freue mich immer, wenn das ein Spiel mal nicht macht. Weil das macht mittlerweile selbst Halo. Und ich weiß nicht, ich finde so ganz normale Arcade-Shooter doch immer noch am entspannendsten. Es ist natürlich auch nicht mehr so schnell, weil halt auch die Levelstruktur komplexer wird. Da geht es wahrscheinlich nicht, wenn es nicht mehr so labyrinthartig ist. So, habe ich das jetzt geschafft? Na, herzlichen Glückwunsch. Breach the door. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Dann können wir hier rüber hüpfen. Hüpfen ist auch immer so eine Sache in den Shootern. Das geht auch nicht überall. Jetzt hast du das platziert? Muss ich jetzt weg? Aha. Mit mir redet hier aber auch keiner in dem Spiel. Kacknasen, ihr. Ich habe auch gar nichts zu trinken mehr geholt. Wie soll ich denn jetzt Werbung machen, für die ich kein Geld kriege? Ach ja. Haben wir denn noch Zeit? Ach, 10 Minuten. Ich sehe schon, jetzt läuft. Holen wir jetzt alles nach. Die verlorene Zeit. Ich bin mir nur uneinig. Hier, dieses Slow Motion. Ist das jetzt Slow Motion? Tatsache.
Und immer diese fliegenden Viecher. Ich weiß nicht, was sie wollen. Rote Fässer, kennen wir alle, was sie machen. Ich finde es schön mit dem Gold, dass man das finden kann. 3 von 19. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine Mission ist oder ob das die Oberwelt ist. Ich glaube, das ist die Oberwelt. Gehört ihr zu mir? Also man unterscheidet die Leute echt nur, dass sie alle was anderes anhaben und keine Helme tragen. Ansonsten ist es echt grad schwierig. Na, das habt ihr ja grandios gemacht. Oh, wer ist der Kollege? Uiuiui, der hat da was. Und auf den Schultern, boah, Alter. Moment. Warte mal, wir machen Slow-Mo und dann wird alles besser. Und dann mit Treffsicherheit zählen wir auf rot leuchtende Dinge bei ihm. Okay. Das ist vorbei mit Slow-Mo. Der kann sich nicht so schnell drehen. Ich merke schon. Das heißt, wir können vielleicht diese Deckung hier nutzen. So, und jetzt. Da ist ja ganze Herde davon. Was ist denn da los? Ach, vielleicht hier auf das Ventil ballern. So, der macht doch nichts mehr. Zack! Ist an einer Partikelexplosion explodiert. Habe ich jetzt eine neue Waffe. Geil. Das ist schön, dass man hier so ein paar experimentelle Waffen hat. Gott, oh Gott. Benutzen wir. Nice. Ach, ist das nicht herrlich. Wieso machen die Spieler heutzutage nicht mehr? Machen nur noch so entweder lame Plasmawaffen, die nur Piu 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 machen. Wo du denkst, okay, gib mir halt eine Wasserpistole. Macht ungefähr genauso viel Spaß und Schaden. Und lasst mich vor allem mehr wie nur 2 Waffen tragen. Ich meine, bei Halo habe ich das immer cool gefunden, weil das macht so eine taktische Komponente aus, weil man immer gezwungen wird, sich ein bisschen anders dem Kampfgeschehen anzupassen. Aber wenn ihr mir halt 2 verschiedene Sturmgewehre in die Hand drückt oder eine Pistole, wo ich nie brauche, dann ist es doch uncool. Ihr seid gut versteckt, ihr Nasen. Oder taucht ihr da einfach auf? Aus Hinterhalt. Kann ich auch schlagen. Bam in die Fresse, bam in die Fresse. Standfest sind die Leute ja. Bin ich mal gespannt, wie lange dieses Video oben bleibt. Oh, da ist Gold. Zack. Wunderbar. Ihr seid ja echt... Ich weiß nicht, ob das gute KI ist oder einfach nur vieles Gegner platzieren. Aber da ist man ja richtig gefordert. Oder ich bin einfach nur schlecht. Also, es gibt ja Checkpoints, ne? Und die Ladezeiten sind auch in Ordnung. Okay, naja, das war jetzt nicht so der geile Checkpoint. Ja, man muss sich ja auch erstmal reinfuchsen. Und die Kanone macht schon Spaß. Ich war einfach so durch die Reihen. Ich möchte das öfters im Spielen. Zack! Hat so ein bisschen was von Mars Attacks. Die hatten da auch so Waffen. Die hatten ungefähr den gleichen Effekt. So. Explosion. Und die brennen sogar. Wie super ist das denn? Jetzt gehen wir aber da gleich hoch. Jetzt fummeln wir da gar nicht lang dran rum. Nehmen uns die Partikelkanone. Und dann machen wir einmal hier. Wir wissen ja ungefähr, wo wir stehen. Das ist ja super. Grandios. So, hier liegt doch wieder was. Siehst du? Gold und Intelligenz liegt da. In Form von Schrift. Synchronik rüber rausstrecken. Das Spiel hat einfach alles. Es fehlen nur noch Ponys. Kann man das öffnen? So, ist auch schön, dass da die Zeit anhält. Oh, die Stelle kenne ich, glaube ich, sogar schon mal. Hier habe ich mich schon mal verlaufen.
Verdammt. Okay, was kommt jetzt? Mörserfeuer? Okay. Ich bleib mal in dem Haus. Haben wir noch Zeit? 4 Minuten. Massi. Hübsch. Was hast du gesehen? Ach, und mal kein Comicblut, sondern richtig schön dreckiges, dunkelschwarzes Blut. Worüber man sich halt so freut, ne? Oh, jetzt kommt genau dieser... Ich kletter an Balustraden entlang. Das Spiel ist aber auch echt dunkel. Trotz, dass ich es schon deutlich heller gestellt habe. Fast auf Maximum. So, Frage ist, kann ich hier reinhüpfen? Ach, von da werde ich immer noch beschossen. Kann ich Duck Jump? Duck Jump, yes. Von da oben. Kann ich da vielleicht jetzt einfach raus? Nö. Und wieder mit Duck Jump zurück. Okay, aber dann lasst uns mal gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. Oder ob wir in das Haus müssen und von dort da, nämlich darüber müssen wir. Kommen wir von dem Haus hier innen drin da hoch. Ich finde es ja tatsächlich nicht schlecht, dass man ein bisschen Weg erkunden muss. Je nachdem, welchem Maße das ist. Aber prinzipiell finde ich das nicht schlecht. Ja gut, das hier sieht mir doch so aus, als könnte ich da hoch. Da muss ich wahrscheinlich hier rein und dann dorthin. Muss ich dann doch hier... Hab ich da irgendwie was übersehen? Ach, wer schmeißt denn da immer mit Granaten? Was ist denn das? Na? So. Aber hier geht's ja nicht weiter. Hier ist doch alles Schicht im Schacht. Boah. So. Ach, Moment. Versuchen wir dieses Haus mal. Das sieht richtig aus. 2 Treffer in die Hand. Meistens tödlich. Oh, da ist doch wieder Intelligenz. Nehmen Sie dieses Clipboard. Damit werden Sie Ihre Prüfung schon schaffen. Ach, und die Gegner halten angenehm wenig aus. Das gefällt mir. Du gefällst mir nicht. Glaubst du es ja? Jetzt hänge ich da im Rahmen drin. Soll ich da vielleicht nicht rein? Dann benutze ich doch das große Loch in der Wand. Ist vielleicht einfacher. Jetzt brennt es da. Kann ich das kaputt schießen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Gut, gehen wir außen rum. Gehen hier hinauf. Okay, wenn ich jetzt gut bin, schaffen wir es vielleicht sogar noch bis zu einer kunstlichen Sequenz, wo ich weiß, das kommt. Gehen wir den sicheren Weg. Schön außen rum. Ach, wir haben nur noch 1 Minute. Aber hier, safe in Content. Das ist alles auch nicht so einfach. Hier ist doch wieder... Oh. Kann ich das kaputt schlagen? So, zack. Kisten. Was ist hier unten? Licht. Verdächtig Licht. Und wir sind in der Kanalisation. Schön mit Wassereffekten. Ich glaube, wir müssen hier hin. Aus dem Loch in der Wand. Oh, doch. War da eine Schaufel? Ah, wir gehen jetzt weiter. Wir haben keine Zeit für sowas. Okay, was ist hier los? Wir haben Kerzen. Ach, wir sind, glaube ich, richtig. Wir sind jetzt in so einer Krypta unter einer Kirche. Da kann man doch schon wieder was aufheben. Alles meins. Sei denn, ich will es nicht. Achso, du gehörst zu mir. Wie bist du hierher gekommen, du Nase? Wie bist du an all den Leuten vorbei, an... Nein, ich frag nicht. Wenn ich schon so Käse spiele, dann die... Das möchte ich euch schon noch zeigen. Wie kommt ihr hierher?
Und die Sachen gehen kaputt. Das ist nicht grandios. Oh, was ist der? Oh, der hat ein Schild. Aha. Die können also so Schilde machen. Alter, ich dachte, ich hätte dich besiegt. So, jetzt ist er aber kaputt. So, wie ihr seht, wir haben mehr als nur den einfachen Soldaten. Mit seinem Schießflügel. Es gibt auch so Leute, die ein bisschen mehr auf dem Kasten haben. Das ist schön. Mehr Variationen in Shootern bitte. Und dann bitte nicht einfache Roboter, die einfach nur dreimal so viel aushalten. Das ist keine Kunst. Also, so funktionieren Herausforderungen nicht. Jetzt gehen wir mal in Deckung. Ich sehe schon schwarz-weiß. Ah, jetzt schmeiße ich auch noch eine Granate. Okay, ich könnte sie zurückschmeißen, bin mir nie sicher, dass ich da schnell genug bin. Ich renne lieber weg. Nennt es feige, ich nenne es Taktik. So. Ah, jetzt geht es da auch noch auf. So. Das machen wir jetzt nämlich noch. Ihr seid einfach... Machen wir doch mal hier, dass die Gegner ein bisschen ersichtlicher sind. Warum ist denn das immer schwarz-weiß? Bin ich kurz vorm Abnibbeln oder was ist da los? Aber auch hier, die Säulen gehen kaputt. Ist das nicht super? So, was ist hier zu tun? Wir müssen... Es ist hier alles schwarz-weiß. Werd wieder bunt. Bitte. Sieht doch keiner was. Bunt, bunt, bunt. Oder ist es dieses Teil, was uns... So, wir schießen da jetzt einfach drauf. Ich weiß, dass man auf diese leuchtenden Dinger ballern muss. Das habe ich nämlich schon mal gefragt. Oder muss ich das... Schießen wir erst das Leuchtende kaputt. So, und jetzt können wir das nämlich wieder einsetzen. Und jetzt kriegen wir auch angezeigt. Aha, das müssen wir kaputt machen. Und dann hat das Unwucht oder so. Und es fällt auseinander und wir haben... die Welt fast gerettet vor den Nazis. So, so einfach geht es nämlich mit der Technik. Und ratet mal, was wir von Beruf sind. Reporter. Weil die bekanntlicherweise am besten schießen können. Jetzt. Wir sind uns alle uneinig, was wir tun sollen. Und alle tot. Bis auf wir, weil wir keine Ahnung. Ein Unterhemd anhaben. Aber ihm geht's wohl nicht so gut. Bei dem zögert er jetzt. Aha! Melee! 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 Oh. Aber nein. So. Alter. Ich hätte jetzt gesagt Endgegner, aber das ist ja fast nicht das Endgegners wert, so zu bezeichnen. Gut, Munition nehmen wir alles mit, alles gut. Liegt da hinten auch noch. Also, wer sich hier über Munitionsmangel beschwert, dann weiß ich auch nicht. Gut, jetzt gehen wir hier raus und raten mal, was kommt. Zwischensequenz, sag ich. Ich irrte mich. Ja, ja. Okay, Mission geschafft. So, jetzt kann man vielleicht hier, was wir alles gefunden oder nicht gefunden haben, das ist doch alles wunderbar. Upgrades unlocked, das ist auch toll. Das hält den Spieler dran, da hat er Lust weiterzumachen. Jetzt dachte ich, wir können noch upgraden, aber dann soll dies wohl nicht so sein. Das war's von Wolfenstein. Von It und Raven. Hat auch mehr Spieler. Den spielt aber wahrscheinlich keiner mehr. Sieht natürlich nicht mehr so schick aus. Ist aber eigentlich ein ganz netter Shooter, wie ich finde, immer noch.
Kriegt man halt hierzulande leider nicht. Sehr schade ist aber, wenn man nach Frankreich oder so fährt. Da gibt es ihn bestimmt in der Grabbelkiste. Da haben wir den, glaube ich, auch her, weil der Desastre, das Desaster oder so, für 19 Euro kann man da nichts sagen. Hübsches Spiel, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, wenn ihr mehr sehen wollt, in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Die Kommentare, wenn es euch nicht gefallen hat, in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich war der Jan und sage, gehabt euch wohl und bis auf dann.